Einen wunderschönen wünsche ich euch, ihr lieben Zukickerinnen und Zukicker. Heute ist leider nicht Jubiläum, das war gestern. Und ich würde mal sagen, sorry, dass mir das wohl anscheinend nicht so ganz eingefallen ist. Ich kann mich noch daran erinnern, bei meiner ersten Aufnahme, meinem ersten Aufnahmeversuch, das waren nur ein paar Sekunden, da ist mir aufgefallen, da war die Musik wesentlich zu laut und dann habe ich das eingestellt und danach ist mir das völlig entfallen. Da tut mir so leid. Deswegen nachträglich nochmal alles Gute zur 50. Folge an euch, dass ihr soweit das überstanden habt. So, und dann machen wir doch mal hier erstmal wieder die Biene. Ist ja immer das, die Imme. So, eine Kleinigkeit ist eine Na, oh, das wäre ja lustig gewesen, wenn das jetzt gestimmt hätte. Ah, okay. Hauptstadt Westsamoas. Ne. Ne. Flüssiges Glutgestein ist dann wohl Magma gemeint. Übrigens, habe ich hier noch irgendwo zu liegen. Nicht vergessen. Max Mama mag Magma. Ich hoffe, das kann man lesen. Wenn nicht, dann habe dann ist das jetzt Pech. Aber auf jeden Fall steht das da drauf. So, Trist ist... Ja, mal gucken. Englisch sicher ist natürlich... was war denn da noch so? Sure. Je nachdem. Sind Sie sicher? Are you sure? Ja, ja. Are you safe? Sind Sie sicher? Geht beides. Bürger von Israel. Israeli. Natürlich. Zitrusfrüchte sind dann wohl die Limonen. Ja, ja. Das Ereignis ist ein Event. Englisch für Zeit. Zelt. Zelt, Vorsicht. Ich dachte mir nämlich, Zeit geht, hört doch nicht mit T auf im Englischen. Naja, das hätte... Ich würde mal hier sagen, könnte es öde sein. Ja, ja. Gesichtsausdruck ist die Miene. Hier mit IE geschrieben. Der Lehrling ist der Azubi natürlich. Und der österreichische Kanzler 20 bis 21. Oh, das ist ja schon fies. Ja. Seine Amtszeit war wie sein Name. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Was war denn die Blumensteckkunst? Erstmal. Was? Eine Barkasse ist ein Beiboot? Nie gehört. Nie gehört, dass das als Beiboot bezeichnet wird. Ikabana? Oder wie hieß denn das? Englisch für Melody. Melody eigentlich, aber das ist hier nicht gemeint. Tune vielleicht? Englisch für Sonne ist auf jeden Fall Sun, dann könnte das sogar sein. Lediglich ist nur. Vorwand weiß ich noch nicht. Fleischgericht. Soyanka? Nee, das ist es schon mal nicht. Ein Braten ist es auch nicht. Dann machen wir erstmal hier die Säulen der Erde. Errichten ist natürlich bauen. Ja, ja. Film von Villeneuve. Jacques Villeneuve, der Rennfahrer, hat Filme gemacht. Nein, ich habe keine Ahnung, ob der gemeint war. Englisch Männer ist natürlich Men. So, dann Tastenfolge. Tastenfolge. Ach so, ASD. Ja, ja. So, Villeneuve hat einen Filmnamen, hat Dune gedreht. So. Freude. Ach, Freude. Süddeutsch für Freude. Ja, das weiß ich doch. Das ist dieser Gaudi. So, Vorwand. Keine Ahnung. Noch momentan. Englisch Melodie. Ich versuch's mal mit Tune. Ja, Tune ist es. Okay. Da die Stadt in der Toskana... Was denn hier? Hieß das wirklich Ikabana oder Ikubana? Ikebana? Ikebana? Ja, das war's gewesen. Eigenname. Wahrscheinlich Abkürzung EN? Oh, wer hätte das gedacht?
Okay, Baumwollstoff. Genom. Nein. Nein, nein. Das Fleischgericht. Ich gehe mal woanders hin. Vorfahren einer Ahne. Ja. Tierart. Weiß ich noch nicht. Held in Ratatouille. Oh Gott. Oh, wie hieß das Vieh denn? Oder wie hieß denn der Typ? Ich weiß nicht, wer gemeint ist tatsächlich. Biblischer Engel. Ich wünschte, das wüsste ich. Kurz für Universität kann ich noch. So, amerikanischer Kuckuck. Das sehen wir noch. Vorname von Eilish ist Billy. So alt bin ich dann doch noch nicht. Tierart könnte Reptil sein. Ist es auch. Ist es auch. So. Ani. Aha. Mensch. Ist da jetzt. Wow. Wow. Die wollen nicht mal einen Namen wissen, die wollen einfach nur wissen, dass das eine Ratte ist. Das ist voll gemein. Das ist ja echt fies. Das ist jetzt geraten, aber richtig. Haha. Das Wort kenne ich nur durch einen Titel, der ist. Ein Musiktitel, der ist auch in einem Guitar Hero Spiel. Ich glaube, in Guitar Hero 3 ist Cherub Rock. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wurde, aber auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier von der Stadt in der Toskana? Eieieiei. Ich habe gerade keine Ahnung, welche Städte da so sind. Ich probier mal was. Nenam? Nenam geht nicht. Ups. Okay. Nein. Penim? Denim. Ach, das meinen die. Oh, ja, Denim. Ja. Jetzt verstehe ich auch. Ach so, der Vorwand. Ja klar, das ist dann natürlich die Ausrede. Ah. Okay. Das Fleischgericht habe ich auch raus jetzt. Ja. Ich glaube mit Hauptstädten, das ist mal wieder sowas. Ach, da kenne ich mich doch nicht aus. So, Stadt in der Toskana ist bestimmt nicht Vienna. Nein. Aber Miena, Niena, Giena, Tiena, Siena, Siena, ah. Okay. Was könnte die Kleinigkeit sein? Wenn ich wenigstens die noch rauskriegen würde, das wäre ja schön, ohne rumzuraten. Da ein E reinkommt, sodass aus dem Ganzen ein Ü wird. Aber ich habe es gerade mal durchgespielt im Kopf. Klanups. Nein, natürlich nicht. Machen wir hier mal ein R rein? Nein. Ich mach doch mal ein E rein. Nein, es ist auch nicht. Ums, irgendwas mit Nums? Nein. Was meinen die mit Kleinigkeit? Meinen die jetzt Kleinigkeit im Sinne von nur ein kleines
Einmal. Ich gehe erstmal aus irgendeinem Grund. Huch! Nein, das wollte ich nicht. So, nein, auch nicht. Aus irgendeinem Grund erstmal die ganzen Buchstaben hier. Ach man. Nee, ich glaube, ich habe jetzt auch mittlerweile, ja, müsste eigentlich. Alle Vokale bin ich durchgegangen. Nuls, nein. Nux, nein. Ach, was meinen die? Oh, warte mal. Das S auch nicht, okay. C kommt da doch sicherlich auch nicht rein, genau. B kommt nicht rein. Habe ich da jetzt schon irgendwo mal was übersehen? Habe ich schon was eingetragen, was stimmte? Ah, das ist ja fies. Nee, das ein J finde ich da irgendwie fehl am Platze. Ein G ist auch nicht, ein F ist auch nicht. S war es auch nicht. Das sieht komisch aus, generell. Aha. Das ist ja. Machen wir erstmal. Ananuts. Nein. E. Dann I. Ich glaube zwar nicht, dass da ein. So. Okay, machen wir da erstmal ein R rein. Das wird nicht leichter. Das I ist auch nicht. Okay. Ah! Oh, das ist ja gemein. Das ist ja. Nee, also das ist, finde ich, gemein. Das, eine Kleinigkeit, ja, ist bekannt auch als Peanuts, aber. Aha. Och man. So, jetzt müssen wir nur noch hier ein. Apia ist es. Oh, wie komme ich denn nicht auf Peanuts? Ja, okay, ja, ja. Vielleicht habe ich es einfach nur gerade nicht mitbekommen. Einfach nicht mitbekommen. Das ist bestimmt. Ihr habt euch die ganze Zeit schon gedacht, das ist doch klar, wenn da Peanuts steht. Das ist so. Aber ich rechne mal mit deutschen Worten und dann nicht mit was Englischem. Können die dann bitte dann auch. Ach man, das ist immer das Problem mit diesen Eindeutschungen, beziehungsweise mit diesen Anglizismen. So ist das nämlich. Die schreiben da gar nicht mehr Englisch dazu, weil es im deutschen Sprachgebrauch auch verwendet wird. Das darf nicht sein. In der Hinsicht bin ich Puritaner. Aber sonst eigentlich nicht. Okay, machen wir hier mal. Ackergerät ist klar, dann haben wir schon mal den ersten Buchstaben. Afrikanische Hauptstadt. Mit so vielen Buchstaben. Leider mir gerade nicht so ganz klar. So, Freistoß beim Ballspiel. Da steht nicht Fußball zwangsläufig. Also, fertig gekocht ist das. Okay, ja. Ehemann ist das. Okay. Ich überlege gerade, wie hieß denn das denn? Ah, okay. Ja, jetzt habe ich's. Okay, den zweiten Buchstaben habe ich auch. Musik. Was? Musik? Beben. Musikalisch? Oder wie meinen die das jetzt? Mal überlegen. Kaunus ist ja auch was. Oh Mann. Zugmaschine ist klar, dann wissen wir das schon mal. Abkürzung Kilogramm ist auch klar. Goliath. Das ist ja auch. Ich weiß, was das war für einer. Der andere war ein Zwerg. Ich versuch's mal. Okay.
Okay, ja. Ne. Ah, okay, doch, doch, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Okay, ja. Dann habe ich hier den Buchstaben zumindest schon mal. Bringt mir aber nicht viel. Was haben wir noch? Schwanzloser Halbaffe. Och, was waren das für welche? Das ist eine richtig gemeine, also das kann man als richtig gemeine Beleidigung verwenden, du schwanzlose Halbaffe. Oh, das ist ja fies. Nein, das machen wir nicht hier. Beschränkt. Ist ja auch schön. Da kommt der Buchstabe hin. Okay. Landkreis Friesland. Weiß ich noch nicht, aber. Nicht, was der ist. Der schwanzlose Halbaffe. Also gepökeltes Fleischgericht ist schon wieder das, glaube ich. Ja, diesmal aber mit einem Buchstaben mehr. Ah, das ist ja. Wow. Wow. Das könnte das sein. Dann ist das nämlich wirklich so. Empfehlung ist. Mal gucken. Also das ist auf jeden Fall, den Buchstaben habe ich, den weiß ich. Ich weiß auch den Buchstaben und ich weiß den. Trotzdem, ich hätte gerne die drei irgendwann mal. Ehemaliges Andenvolk. Oberste Dachkante. Oh, wie hieß die denn nochmal? Der. Da, das, die, der. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das weiß ich, dass es mit T aufhört. Scharfe Kurve. Oh, deutsche Politiker, die hießen doch fast alle Walter. Ist ja fies. Möglichkeiten. Vielleicht meinen die das? Ja, annähernd ist, ja, dann, ja, genau, wenn annähernd das Wort ist, dann ist nämlich Möglichkeiten das, dann kommt hier ein A hin und hier ein L. Teilzahlung, okay. Ich hätte jetzt tatsächlich. Das ist ja jetzt doof. Okay, ich versuche weiter. Ich versuche weiter, das zu machen. Dann ist das ja eigentlich. Dann ist das wahrscheinlich nicht die Wahl. Ist das was anderes? Möglichkeiten könnten auch das sein. Ja, okay. Mit W fängt es aber wahrscheinlich an. So wie die Wahl. So, das ist dann ein gewisser Walter Scheel, möchte ich meinen. Denn die oberste Dachkante ist so meiner Meinung nach der Fürst mit I geschrieben. Das würde nämlich reinpassen in alles andere. Männliche Gans ist der Ganter und das passt wieder. Ja, Supi, das. Also dieses hier ist. Das hier ist eine Kehre. Dann würde ich sagen, das sind die Inka. Dann haben wir nämlich hier ein. Bei der 4 ein N. Okay, ja. Mal gucken, was wir alles sonst noch haben. Den schwanzlosen Affen, den habe ich ja leider nicht. Kenne ich nicht. So. Okay, was ist die 8? Altertümlich, ja, okay.
Ich würde sagen, ich habe das Wort. Ich habe das Wort, auch wenn ich nicht alle Buchstaben rausgefunden habe. Aber ich versuche das gerade mal zu überprüfen. Hier, wenn hier ein R steht, dann steht hier, dann war hier ein E, hier ein M. Okay. Tja, beschränkt. Was könnte das noch bedeuten? Das wäre jetzt gemein, wenn da doof reinkommen würde, aber... Das sieht bald so aus. Rüge ist Tadel. Ja. Dann würde hier O reinkommen. Hier kommt ein L rein. Wo waren wir jetzt? R, O, M, O, L. Weiß ich noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, was die wollen. Ja, jedenfalls, ich sag, das Wort heißt, Endwort, das Rätsel-Endwort heißt Garnison. Schauen wir mal. Inka sind das Volk, ja. Yeah. Dann geben wir jetzt mir hier einfach so ein, was wir so finden. Ackergerät ist natürlich die Egge, schmales Eng. Damit haben wir das dann auch nochmal ganz klargestellt. So, der Ganter ist die gierige Gans. Nein, Quatsch, die männliche Gans. Grundfarbe ist rot. Huch, RTT, ja, natürlich. So, und ich meine, hier kommt Walter Scheel rein. Ja, wow. Müsst ihr nicht kennen. Kenne ich auch nicht, ich kenne nur den Namen tatsächlich dazu. So, dann haben wir hier nämlich die Kehre. Der asiatische Vogel. War das der Beo? Also erstmal die haben wir hier Lok zu stehen. Absurd ist grotesk. Ja, Behörde ist natürlich das Amt. Der Kaviarlieferant ist der Stör. Und Tadel, hoch. Ist das jetzt wirklich doof? Das will ich jetzt wissen. Ja, soll angeblich doof sein. Also ich weiß nicht, ob beschränkt und gleichzeitig auch, also ob man das wirklich so sagen kann. So, erstmal hier, Kasseler. War doch gerade eben ohne E, ne? Ach, schlimm sowas, dass die deutsche Sprache sich da auch nicht einig wird. Empfehlung. Rat. Gutes Rat ist teuer. Und dann nehmen wir auch gleich mal den Gatten hier dazu. So, und Goliath war ein Riese, David war ein Zwerg. Ich weiß nicht, war das richtig rum, weil ich mir das nicht merke. Der eine war ein Zwerg, der andere ein Riese. Der eine war ein Netter, der andere eine Fiese. Was? Type? Okay, machen wir erstmal Antik hier. So, also es sieht schon mal sehr nach Garnison aus. Das hier ist karg gewesen. Fertig gekocht ist natürlich gar. Kreatur ist ein Tier. Okay. Orientalischer Titel, da wird es mich wahrscheinlich wieder... was ist denn hier der Freistoß beim Spiel? Take oder sowas? Das sagt mir gerade nichts. Opa ist zumindest schon mal der Großvater. So. Was haben wir noch so alles? Mantelschnitt. Oh nein. Weiß ich dann nicht. Griechischer Kriegsgott ist ja jetzt mal wieder Ares gewesen. Ragan, nee. Ragan? Auch nicht. Okay, Bezahlung ist erstmal die Gage. Das haben wir schon mal. Süße Festgabe. Osterei natürlich. Wobei es Ostereier auch in nicht süß gibt, würde ich immer noch sagen. So, und der asiatische Vogel ist jetzt einfach mal der Beo. Ja. Was
Semikonus. Das bestimmt nicht. Bemel? Bebel? Begel? Ein Bagel. Berell? Betel? Betel? Aha. Ah, okay. Und das ist dann hier... Damit ist das Tremolo gemeint. Ja, tatsächlich so... Jetzt, wo es da steht, nehme ich das gerne so hin. Definitiv. Ragnan. Nee, was kommt denn da rein? Ah. Raktan. Ragpan. Nee, Ragan hatte ich schon. Ragian. Ragian. Raguan. Raguan. Wie der Leguan, bloß. Jetzt wirklich. Ragan hatte ich schon. Ragan mit H-A? Nee. Raglan. Okay. Mantelschnitt Raglan. Müsste ich ja eigentlich mal wieder googeln. Was ist denn das? Mhm. Raglan Mantel. Für mich sehen die Dinger eher aus wie Pullover. Mantel. Das dann ein... Nee, ich habe keine Ahnung, was... Ich kann da nicht sagen, was daran jetzt der Unterschied zu anderen Mänteln oder gar Pullovern ist. So, probieren wir mal einen Take. Ist es nicht, natürlich. Aber ich glaube, es geht hier um ein englisches Wort. Hm, wenigstens das haben wir schon mal. Orientaler Schabt. Titel Pascha. Oh, okay, dann ist es ein... Ach, die meinen die Ecke. Boah, so, fertig. Und, wie lange habe ich jetzt für dieses Rätsel gebraucht? Ich habe heute definitiv länger gebraucht, das war definitiv kein Rekord. Und da war auch wirklich sehr vieles dabei. Also, den Lori will ich mir mal noch angucken. Gucken wir uns mal den Lori an. So sehen Lo... Loris sind Papageien, wie es aussieht. Ja, es gibt Loris in Form von Affen und es gibt Loris in Form von Papageien. Na toll, sehr schön. Das heißt ja, ich weiß nicht, ob das hier auch Loris sind, aber wenn die sagen... Achso, nee, die heißen so. Okay, also auf jeden Fall die Affenart, interessant, wie die aussieht. Und merken wir uns gleich dazu, es gibt auch Papageien, die so aussehen. Nicht vergessen. Bitte. Dann haben wir nämlich heute wieder was dazugelernt und ja, das ist doch auch schön. Auch mal sehr schön. Mal wieder ein bisschen mehr zu wissen als vorher. So, ich verziehe mich dann für heute und melde mich dann morgen mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!